Willkommen zu einem neuen Videopodcast aus der Reihe Let's Talk About Dell Technologies. Das heutige Thema sind AMD-Prozessoren zusammen mit Dell Technology Server. Wann macht es Sinn, dass ich ein AMD-CPU in Betracht ziehe und wann ein Intel? Das Thema wollen wir gerne genauer beleuchten. Und damit ich auch kein Seich erzähle, habe ich einen Spezialist von der Dell dabei, nämlich den Dani Gerber. Er ist Sales Specialist bei der Dell. Hi Dani. Ciao Michi, danke für die Einladung und lass uns das zusammen anschauen. Dani, wir haben ja bei der Dell Technology die Möglichkeit zu wählen zwischen AMD und Intel CPUs. Jetzt aus den Historien heraus haben die meisten Intel und wenn ich eine Anfrage bekomme, dann ist es gar nicht ein Thema, ob AMD in Frage käme. Wie gehen die solche Fragen an, dass es AMD ein bisschen ins Gespräch bringt? Eigentlich wie immer. Zuerst versuchen wir mal die Bedürfnisse der Kunden abzuholen und schauen, wo sie stehen, wo die Reise hingeht. Also ist es eine Erweiterung eventuell von einer bestehenden Infrastruktur. Wenn das so ist, wird es meistens ein bisschen schwierig, eine neue Architektur, CPU-Architektur, ins Rechenzentrum zu bringen. Ist es aber eventuell ein neues Rechenzentrum oder eine Ablösung von einem Rechenzentrum, dann kommt das jederzeit natürlich dazu. Und mit der AMD haben wir diverse Vorzüge. Wir haben also extreme Flexibilität. Und wie du gesagt hast, wir haben mit unseren PowerEdge-Servern natürlich die Flexibilität, was wir auch können, dort die entsprechende Plattform für die richtige Anwendung zur Verfügung stellen. Ja, und das schauen wir jetzt genau noch an. AMD glänzt vor allem mit so Aussagen wie mehr Cores, weniger Strom. Hast du irgendwie eine Übersicht, wo wir das Ganze mal anschauen könnten, was die Vorzüge sind? Ja, ich habe etwas mitgebracht, dass wir die einzelnen Punkte auf dieser Übersicht mal miteinander anschauen und diskutieren, was die einzelnen Vorteile sind von den AMD-CPUs. Super. Also wie du jetzt siehst, auf dieser Illustration haben wir mit den EPYC-CPUs von der AMD diverse Vorteile. Einerseits natürlich von der Leistung her, wo wir gegenüber den Mitbewerbern entsprechend Vorteile verzeichnen können, fast zu zweifacher Performance. Dann auch bei der Energieaufnahme pro Core können wir bessere Bilanzen ziehen. Mhm. Und am Schluss natürlich ganz wichtig auch Kosten pro CPU, die entsprechend günstiger ausfallen. Das ist sicher ein überzeugender Aspekt, wenn es darum geht, um die Wahl von einer solchen CPU. Okay, das macht natürlich Sinn. Jetzt, wir haben ja gesagt, wegen dem Strom, dass ich dort weniger Strom brauche für die CPUs. Was kannst du darüber erzählen? Ja, da können wir natürlich einen Vergleich mal machen zwischen unserem Mitbewerber auf der Seite Intel, wenn wir das anschauen mit einer 56-Core-CPU gegenüber einer 96-Core-AMD-CPU, da kriegen wir eigentlich fast die doppelte Leistung und bei der gleichen Stromaufnahme. Und das ist heute natürlich mit Gegebenheiten, Strompreisen, ökologisch, IT, ja. IT, ist das natürlich relevant, dass man dort dann entsprechend auch optimieren kann. Ein weiterer Punkt, der natürlich auch immer das Thema ist, sind Kosten. Wie rechnet sich denn so ein AMD-CPU gegenüber von Intel? Ja, da müssen wir natürlich das Gesamtbild wieder anschauen, wenn wir auch konsolidieren können. Wir haben jetzt vorhin gerade gesehen, mit der Energie kriegen wir eigentlich für die gleiche Leistung oder gleiche Wattaufnahme die doppelte Leistung. Das bedeutet auch, dass wir automatisch Server konsolidieren können. Durch die Konsolidation haben wir natürlich auch weniger Investitionskosten, wir haben weniger Kühlungskosten, wir haben den Strombereich vielleicht gleich oder auch kleiner und am Schluss haben wir auch weniger Hardware zum Administrieren. Das bedeutet, overall haben wir eine massive Einsparung, wenn wir so eine Infrastruktur betreiben wollen. Im direkten Vergleich jetzt Intel und AMD, wir haben ja einen Initialpreis und dann habe ich mal gelesen, können noch zusätzliche Kosten entstehen. Wie ist das aufgeteilt? Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht genau über das Lizenzmodell von der Intel entsprechend diskutieren, aber es ist so, je nachdem, was man machen will, entstehen dort noch zusätzliche Kosten, wo auf Seiten AMD alles entsprechend integriert ist. Also du hast nie noch zusätzliche Lizenzkosten, um noch höhere Performance zu bekommen. Und das Schöne daran ist auch, du hast ein kleineres Portfolio von CPUs, wo du kannst daraus auswählen. Durch das ist es auch einfacher, die richtige Plattform für deinen Workload zu finden. Das sind spannende Kennzahlen. Jetzt die Konsolidierung, die ist ja entscheidend, sage ich mal. Wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, er will jetzt etwas machen, wie tun die Kennzahlen ermitteln? Ja, im ersten Moment fragen wir mal den Kunden und vielleicht kann er uns dann sagen, was er entsprechend im Einsatz hat. Okay.
Und wenn er das nicht kann, haben wir entsprechende Möglichkeiten mit Tools, um das zu erheben. Das heisst, wir haben ein Tool, das heisst Live Optics von der Dell Technologies, wo wir dem Kunden zur Verfügung stellen können. Und darüber können wir die Infrastrukturdaten in einer Zeit von optimal 7 Tagen erfassen. Und aus dem heraus können wir nachher dann ein Sizing machen. Natürlich müssen wir auch berücksichtigen, ob es noch Veränderungen gibt, ob Erweiterungen geplant sind oder ob es eventuell Reduktionen gibt. Aber mit dem können wir entsprechend arbeiten. Live Optics, ein gutes Schlagwort. Erklär ganz kurz, was es beinhaltet. Wie kurz erwähnt, wir tun eigentlich das Inventar noch neuer mit Telemetriedaten beim Kunden erfassen, wo es klare Auskunft gibt, was er im Einsatz hat, wie viele CPUs, wie die ausgelastet sind, wie der Speicherplatz momentan aussieht. Und anhand von dem haben wir natürlich eine 1:1 Aufnahme vom momentanen Zustand, wo er sein Datacenter betreibt. Danke, Danny, für den super Übergang. Damit wären wir am Ende vom heutigen Podcast zum Thema AMD CPUs. Das nächste Mal, wie versprochen, reden wir über Live Optics, wie wir es anhand von einem praktischen Beispiel anwenden, wie wir es auswerten und was die Outputs sind, wie man dann eine richtig optimierte Umgebung gestalten kann. Danny, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, Michi, schön gewesen. Auch ich, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.